Dieses Video wird mal wieder präsentiert von OneFootball. Auf der Website und in der App verpasst ihr gar nichts mehr. Da gibt es alles rund um das Thema Fußball, Ergebnisse, Statistiken und News in der Beschreibung. Naja, ihr wisst ja, was ich gemeint habe. Holt euch die App. Ich finde das langweilig. Was mag wohl passieren, wenn man da eine Lokomotive draufstellt? Und jetzt packen wir noch ein bisschen Quark drauf. Hey, es ist schon 4 Uhr. Nach dem Unterricht bist du fällig. Es ist nach dem Unterricht. Prügeln! Vorwärts, Bart, mach schon, Mann. Vergiss nicht, du kleiner Lackaffe. Du bist unsere einzige Hoffnung. Ich dachte nie, dass ich mal so eine Chance krieg und sich mein größter Traum erfüllt, yeah. Denn jeder Bird heißt für mich ein kleiner Sieg, hab ich ihn gar und cross gegrillt, yeah. Mr. Schalke, 20:5 Torschüsse für Union Berlin, trotzdem steht es am Ende 0:0. Wie erklären Sie sich diesen enormen Erfolg? Ich weiß auch nicht. Endlich hab ich Wochenende. Und das ist kein ganz normales Wochenende, sondern das Wochenende, an dem ich mal wieder komplett reinscheiße. Ach, wäre das toll, wenn ich mit diesem tollen Kader endlich mal 3 Punkte holen könnte. Wie genau macht ihr das eigentlich? Das ist gar nicht so schwer. Ich sag's dir einfach mal so, dass du es auch verstehst. Also naja, du Absteiger. Während andere Clubs ständig schlechte Trainer anstellen, haben wir uns einen geholt, der tatsächlich mal was kann. Meinst du nicht auch? Nein. Okay, viel Spaß in der zweiten Liga. Hast du mich gerade schon einen Absteiger genannt? Nein. Reisegruppe Suff präsentiert die Samstagskonferenz. Sehen Sie sich genau die "Ich wäre wirklich lieber gerade ganz woanders" Plakette an. Tor in Leverkusen. 5 Sekunden später. Gary! Ich guck mir gerade das Footballspiel an. Hatte das jetzt was speziell mit dem Spieltag zu tun? Nein, hatte ich da trotzdem Lust drauf? Ja. Einen schönen ersten Sommertag wünsche ich dir. Ach, an solchen Tagen werde ich ganz trällerig. Das frische grüne Gras ist schön, im Sommer kann man barfuß gehen. Ich bin nicht unbedingt ein großer Freund des Sommers. Und wir haben dann irgendwie, naja, egal. Wir haben uns jedenfalls gesagt, wir geben wirklich alles in diesem Spiel und am Ende war es wirklich so knapp. Das war jetzt mal was ganz anderes. Ich wollte eigentlich am Montag Portrait by Simpsons und am Dienstag Portrait by SpongeBob, so wie letzte Woche, machen. Aber dann gab es 7 Unentschieden und ich fand es insgesamt einfach ziemlich langweilig und dann wusste ich nicht, was ich machen soll. Ich habe dann einfach auf Insta gefragt, da haben dann Leute gesagt, mach doch einfach so einen 10 Minuten Stimmungsslip. Wäre als Gag eigentlich ganz gut gewesen, aber halt doch irgendwie ziemlich lame. Also dachte ich mir, ich mache einfach sowas und spreche einfach selbst irgendwas rein. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dass ich das nicht noch einmal so machen muss. Es sei denn, es war gut, keine Ahnung. Na jedenfalls, bis zur nächsten Woche.